Die AIDA Sol legt ab, es geht auf Weltreise. Zahlreiche Gäste werden dabei an Bord sein. An 117 Tagen werden 43 Häfen in 20 Ländern auf 4 verschiedenen Kontinenten angesteuert. Leinenlos heißt es für die AIDA Sol, denn das Kreuzfahrtschiff geht auf große Weltreise. Die Verantwortung liegt bei Kapitän Felix Rothe, der bereits letztes Jahr diese Reise geleitet hat. Trotzdem ist es für ihn noch etwas Besonderes. Eine Weltreise ist natürlich eine ganz besondere Reise. Viele Gäste erfüllen sich mit dieser Reise ihren Lebenstraum. Und für mich ist das persönlich natürlich auch eine große Ehre, die AIDA Sol um die Welt zu fahren. Wobei ich erwähnen muss, ich fahre diesmal nur bis Sydney und nicht einmal rum. Aber für die Gäste ist das schon was ganz Besonderes. Zahlreiche Gäste begeben sich auf das Schiff und werden von der Crew am Terminal schon herzlich beim Spalier stehen empfangen. Die Vorfreude ist bei ihnen schon riesig. Ich freue mich am meisten auf die Osterinseln. Wegen dem habe ich es eigentlich gebucht gehabt. Weil ich habe schon mehrere Weltreisen hinter mir, allerdings mit dem Flugzeug und geschäftlich mäßig. Aber ja, ich freue mich jetzt ganz toll auf die 4 Monate. Wir haben einen Traum gehabt, dass wir einmal Silvester in Sydney erleben wollen und das große Feuerwerk live sehen. Und das erfüllen wir uns. Am meisten freue ich mich auf Südamerika, besonders Rio de Janeiro und auch auf Südafrika, Kapstadt und auch, dass wir als Familie halt die 4 Monate Zeit so eng zusammen verbringen können. Genau. Und auch auf das gute Essen. Zusammen mit meinen lieben Kollegen werde ich auf dem Schiff Konzerte für die Gäste geben. Wir machen nicht die ganze Reise, wir machen nur einen Abschnitt der Reise, aber nichtsdestotrotz freue ich mich wieder mal auf das Schiff. Mit dabei ist auch die Familie Fükel. Sie hatte als erste Passagiere die besondere Ehre, das Band zur Weltreise zu durchschneiden. Und die beiden Söhne freuen sich auch schon auf ein bestimmtes Highlight. Es ist für uns eine ganz, ganz große Ehre, dass wir das machen dürfen, dass wir die ersten an Bord sind. Wir lieben AIDA. Wir sind die absoluten Schiffsfanatiker. Für uns gibt es eigentlich keinen anderen Urlaub außer AIDA und deswegen ist es für uns was ganz, ganz Besonderes und vor allem auch, dass wir diese tolle, lange Reise machen können. Es ist auch nicht selbstverständlich und von dem her, ja, wow, wir sind eigentlich sprachlos. Also ich freue mich auf die Delfine schwimmen. Ich freue mich drauf, mit den Delfinen schwimmen. Auf Mauritius, ne? Ja. Während der Reise warten auch wieder mehrere Seetage auf die Reisenden. Damit ihnen dabei nicht langweilig wird, gibt es zahlreiche Programme an Bord. Wir haben für jeden Seetag ein ganz, ganz fantastisches Programm. Nicht nur Entertainment, sondern auch Edutainment mit vielen Lektoren und Gastkünstlern steht auf dem Programm. Und natürlich ist auch am Seetag das Thema Kulinarik groß geschrieben. Wir starten gleich zu Beginn mit unseren Gourmetpaten, haben dann an den Seetagen immer verschiedene Aktionen am Pooldeck geplant, sodass auch Genießen auf keinen Fall zu kurz kommen wird. Eine wichtige Rolle spielen auch die Crewmitglieder auf der AIDA Sol. Mit dabei sind auch Janina Witkowski und Misha Pakros aus der Hamburger Region. Ich freue mich einfach unglaublich, hier heute quasi aus meiner Heimatstadt auslaufen zu dürfen, einmal um die Welt zu fahren und dann ja auch im Februar wieder in meiner Heimat anzukommen und zu sagen, ich bin einmal um die Welt gefahren. Besonders freue ich mich einfach darauf, viele, viele unterschiedliche Häfen zu sehen. Auch Häfen, wo man sonst privat wahrscheinlich nie hingefahren wäre. So Osterinseln oder die ganzen kleinen Inseln, die wir da bereisen. Und ich selbst war auch noch nicht so viel unterwegs in der Welt. Also außerhalb von Europa habe ich noch nicht allzu viel gesehen. Deswegen ist natürlich für mich ganz besonders Südamerika, Australien, Südafrika. Da ist ja alles dabei. Genießen werden die Gäste die 117 Tage um die Welt sicherlich. Am 21. Februar nächsten Jahres kehrt die AIDA Sol dann wieder nach Hamburg zurück.